Ich war heute mal wieder im Olympiastadion, nachdem ich das letzte Mal hier schon einiges an Essen testen durfte. Heute ist die alte Dame nochmal dran, und zwar gegen Leipzig. Und hier wartet noch der ein oder andere Stand auf mich, den ich noch nicht verhaftet habe. Direkt als ich los bin, der erste Fauxpas, der mir heute mindestens einen Zahn gekostet hätte. Ich wollte gerade losgehen zum Hertha-Spiel heute. Und ich wäre fast ins Stadion gegangen. Mit einem Schalke-Schal. Ich habe meinen blau-weißen Schal gegriffen und jetzt realisiert, gerade bevor ich ins Auto steigen wollte, das ist Schalke. Auf dem Weg zum Stadion hat mich erstmal der Berlin Classic gestoppt. Eine Demo. Ich meine, wir wären nicht in Berlin, wenn das jeden Tag irgendwo, wenn man da irgendwie immer auf dem Weg vorbeikommt, wirklich. Es ist so ein Klassiker, kannst keinem erzählen. Wir wollen keine Lieferung von Leoparden. Ab in die Bahn, eineinhalb Stunden vorm Spiel schon ordentlich was los und wie immer einfach geile Leute getroffen. Gemeinsam holen wir uns den Sieg. Wie geht's aus? 4-0 Hertha, Junge! Einer der einzigen Vorteile am Olympiastadion ist der riesige Platz ums Stadion. Selbst ein Schwimmbad grenzt direkt daran an. Ähnlich wie in Bremen, nur dass hier noch ein großer Platz außenrum ist. Und außenrum quasi ums Stadion ist alles voller Essensstände. Oh ja. Das liebe ich immer am Hertha-Stadion, dass hier so viel Platz ist, dass hier schon richtig, richtig viel los ist vorm Spiel. Man hat richtig viel Platz, schon irgendwas zu machen. Das ist so grandios, wirklich. Hier gibt es schon viele besoffene Leute. Hier finden halt auch häufiger mal Festivals statt. Und ihr seht, hinter mir sind die Toiletten gesperrt. Deswegen sind hier auch voll viele aufgebaut. Das ist das Geile im Olympiastadion. Hier ist immer auf alles vorbereitet. Wir haben es jetzt 70 Minuten vor Spielbeginn. Und hier ist schon sehr, sehr viel los, Freunde. Wir haben hier halt so Stände, wo man halt Musik hören kann oder halt auch trinken holen kann und hier sitzen kann. Also daran sieht man auch, finde ich, dass dieses Stadion nicht nur für Fußball ist, sondern vor allem für Eventsachen. Zeit für die erste Mahlzeit des Tages. Paprika Chili Krakauer, ladies and gentlemen. Ja, dann probieren wir mal. Boah, ist mal was ganz Neues. Da ist wirklich was ganz, 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 ganz Neues vom Geschmack. Irgendwie geil und irgendwie auch sauscheiße. Ich probiere mal mit Brötchen, weil das Brötchen sieht ganz gut aus eigentlich. Also der Chili-Geschmack ist sehr, sehr geil. Paprika-Geschmack ist mir zu viel. Aber vom Knack her so geil, das Brötchen so frisch. Kann ich nur wieder unterstreichen. Geiles Essen. 7,5 von 10. Safe. Paprika ist mir nur ein bisschen zu viel. Vorm Spiel sind hier noch einige Stände, wo zum Beispiel auch Fußballer Autogramme schreiben. Bevor es reingeht auf die Plätze, schnell auf die Toilette. Das einzige Gute bei Hertha ist, dass es hier wirklich 10.000 Toiletten gibt. Und noch schnell Chili Cheese Fries mitnehmen und Abfahrt, dass ich gleich nicht direkt am Anfang wieder rausgehen muss. Und wir sind drin, Freunde, und wir sehen schon hier das erste Gerät, was da runterhängt, Baby. Wir sind jetzt auf unseren Plätzen, es gibt 1 Liter Bier, das ist das Beste. Wir haben sehr geile Plätze. Vielen lieben Dank an SoRap für die Plätze. Das sind, glaube ich, die besten Plätze, die es hier gibt im Olympiastadion. Weil je weiter unten man ist, desto weniger man sieht man durch diese Bahn, die da unten ist. Und jetzt genießt es. Anpfiff haut hier immer noch Frank Zander nur nach Hause raus. Jedes Mal kriege ich so Gänsepelle, der steht live im Stadion. Frankie Zander! Gehen wir nicht! Da sind nämlich die Leipzig-Fans heute. Achtung, Achtung, Achtung! Ist schon nicht schlecht gefüllt. Ist halt auch nah an Berlin dran, ne? Aho, hey, Hertha BSC! Pünktlich sind wir dran. Wir sind ja auf diesen privilegierten Plätzen, das heißt, wir müssen sitzen und wir testen jetzt erstmal die Pommes, Baby. Oh, take a look at this. Mit extra Käse angeordnet, Baby. Sieht delicious aus. Mit Jalapenos, mit Käsesoße und mit Pommes. Ich bin gespannt. Wie immer sagen, Käsesoße auf Pommes ist overrated, 100%. Aber schön viele Jalapenos drauf, was das Ganze schön scharf macht. Dennoch nicht mehr als eine 6 von 10, würde ich sagen. Trotzdem geil, aber ich finde Käse auf Pommes ist einfach overrated, 100%. Zu trinken haben wir wie immer ein wunderschönes Berliner Kindle. Die 05er Becher sind hier angebrandet, aber trotzdem. In dem Sinne. Kann man sich immer reinigen, finde ich, Kindle. Geht, aber ist ein richtig herbes Bier. Ich habe übrigens bewusst keine Tipps aufgenommen. Weil es bringt immer Pech, wenn man beim eigenen Team Tipps aufnimmt. Mein eigener Tipp ist aber heute,
Mit Brille 1-1, ohne Brille 1-3, also das Leipzig 3-1 gewinnt, bin ich ehrlich leider. Die schlechteste Ecke, die ich jemals gesehen habe im Fußball. Wow, und wir sind jetzt in der 21. Es gibt eine Choreo. Seit Jahrzehnten die gleichen Sorgen. Löcher stopfen mit dem Geld von morgen. Und schaut mal hier das Spiel. Aber da spielt sich tatsächlich gerade die Musik. Denn hier ist die Werbung von dem neuen EA Sports Spiel, was dieses Jahr rauskommt. Ja, Freunde, denn EA Sports wird weiterhin wie in den letzten 30 Jahren ein Fußballsimulator raushauen. Es hatten ja viele Angst, dass beim nächsten Spiel die Lizenzen nicht mehr bei EA sind. Aber ich kann euch beruhigen, es ist absoluter Quatsch. Die FIFA-Lizenz bezieht sich nur auf den Namen und deckt die Rechte für die Weltmeisterschaft ab. Das heißt, der WM-Modus entfällt leider, aber dafür habt ihr weiterhin alle Ligen, alle Vereine und Nationalmannschaften. Und selbst die Spieler, die sind separat lizenziert. Das heißt, ihr werdet weiterhin euer Spiel bekommen, nur der Name ändert sich. Und zwar zu EA Sports FC. Ich werde jetzt die schöne Zeit nutzen, mal hier mir einen Pulled Pork Burger zu holen, Freunde. Hallo, ich habe einen Pulled Pork Burger. Oh, Baby, sieht saftig knaftig aus. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Also das Fleisch sieht wirklich sehr geil aus. Das Brot sieht ungetoastet aus, ich bin gespannt. Oh, scheiße. Wenn dieses Brot getoastet wäre, dann wäre dieser Burger grandios. Oh, ist das schade. Aber trotzdem saulecker. Der hat dazwischen so eine geile Barbecue-Soße mit Käse, geilem frischen Salat und wirklich leckerem Pulled Pork. Ich habe leider keine Serviette dazu gekriegt, aber der ist wirklich sehr, also der ist wirklich schon sehr lecker. Wenn das Brot noch getoastet wäre, ihr seht, das ist wirklich echt ungetoastet, dann wäre das schon eine 8,5 bis 9. Aber leider ist das Brot ungetoastet, deswegen nur eine... Eine schweren Herzens, eine 7. Der Stand ist übrigens direkt neben dem Currywurststand. Also wenn ihr mal bei Hertha seid, dort gibt es echt gute Currywurst. Und da den Burger, den ich gerade esse, schon mir erstmal noch serviert, ein Baby. Genau als ich reinkomme, fällt einfach ein Tor. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Das ist ein richtiges Dreckseckentor. Richtiges Dreckstor, ein richtiges Hardcore-Dreckstor. Aber wie sagte ein FIFA-Projekt 1, Tor ist Tor. Und hier im Stadion werden leider auch nicht die Wiederholungen auf dem Bildschirm gezeigt. Also 1-0 für Rasenballsport-Baby. Wir sehen ihn gerade tatsächlich im Stadion. Überprüfung Tor, Abseits. Entscheidung steht noch frei. Die Kurve jubelt. Es ist ein Tor. So knapp 60. Minute haben wir auch eine neue Choreo, und zwar Schluss mit dem Vermarktungswahn, nein zu Investoren in DFL. Um noch was zu ergattern, bevor es dann auch nichts mehr gibt, habe ich mich nochmal rausgewagt und bin diesmal in den Oberrang gegangen. Denn mir wurde gesagt, dass es selbst an den Ständen teilweise anderes zu essen gibt, vom Stadion direkt. Komplett um das Stadion rum sind ja diese ganzen Wägen, wo es Essen gibt. Aber es gibt ja auch die im Stadion mit eingebaut, die Kiosks. Und deswegen dachte ich mir, ich hole mir da oben nochmal was Neues und habe das Schnitzelbrötchen getestet. Also bin ich early, auch wenn blaues Licht von oben kommt. Es sieht so aus, als ob es auf jeden Fall gegen das Beste bisher konkurrieren könnte. Nein, der Versuch ist da, aber ein Kenner erkennt. Das hier. Das ist einfach von der Stange. Es sieht zwar irgendwie so aus, als ob es was könnte, aber es ist einfach zu sehr in Fett getränkt und ja, kann ich so nicht viel mit anbieten. Schade eigentlich. Weil es sieht gut aus. Aber es ist leider nicht so gut. 4 von 10. Immerhin haben wir heute 50.000 Zuschauer. So viel dazu, dass in Berlin nie was los ist. Und wenn ihr mal hier schaut, da oben ist halt absolut nichts los. Und da oben auch nicht. Hertha und ihr Stadion, a never ending love story. Das wird heute nichts mehr. Sag ich euch, wie es ist. Das Ding ist durch. Auf geht's! Ja. Schieß! Schieß! Ja. Wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so scheiße sein, wirklich? Danach ist leider echt nicht mehr viel passiert. Das Spiel ging 0-1 aus und es war wirklich ein grandioser Grottenkick. Es war so schlecht, dass wirklich die Zuschauer teilweise auch schlechte Laune gekriegt haben und wir etwas auf Stunk aus waren. Hier vorne gibt's noch Stress. Nach dem Spiel immer geil, damit allen zurück zur Bahn zu laufen. Und das war's auch schon, mein zweiter Besuch im Olympiastadion. Liked und abonniert, ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht mal gerne rüber zu Insta und TikTok. Da kommt dann immer übrigens die Bewertung mit Tabelle, wo ich die einzelnen Stadien ranke. Vom Essen und von der Stimmung und vom Bier natürlich.